Ein bisschen vermutet habe ich's schon. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen, was deine Untergebenen Ihr da so seid treiben. gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Das ist zwar hinterhältig, ne? Weil demnächst kommen halt einfach neue. So ungefähr solche. Und da muss man nur sowas machen. Ist eine ganz, ganz einfache, aber ganz miese Strategie und irgendwann geht dem einfach das Geld aus. Kämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Das ist einfach eine richtig, richtig, richtig fiese Strategie. Echt, da bin ich gespannt. Das ist quasi eine Möglichkeit, um den Keep auszuhungern. Meine Untergebenen werden euren Dank Natürlich nur, wenn man selber genug Kohle hat, weil, ich meine, es ist halt schon teuer. Das muss man auch ganz klar so sehen. Diese Art und Weise, den Keeper langsam auszuzehren, das ist schon teuer. Vor allem, weil er halt für seinen initialen Keeper wesentlich weniger zahlt als die 3000, die man jedes Mal hinblättern muss. Aber kann man prinzipiell schon machen. So, wenn jetzt noch einer kommt, dann knallt man den weg. Und wenn jetzt hier das Ding ausgeht, dann lassen wir das. Dann widmen wir uns anderen Tätigkeiten, nämlich zum Beispiel anschauen, was da unten los ist. So. Gut, genug mit fieser Tour. Naja, ich meine eigentlich, warum nicht? Schließlich spiele ich hier ja Dungeon. Okay. Da ist auch noch irgendwas. Eure Versuche sind zwecklos. Helden? Könnten Helden sein. Das könnten wirklich Helden sein. Euer Innerstes Da wird bin die ich mal Decke meiner gespannt. Wohnung schmücken. Ja, das sind Helden. Warte mal. So, da verdeutlicht doch mal die hinterhältige Strategie. Indem ich hier einfach mal die Viecher wegbrutzel. Die Riesen sind hinterhältig, weil die halten ganz schön was aus. Dafür aber die Zauberer nicht. So, wie gesagt, hinterhältige Strategie, geht auch ganz schön ins Geld. Aber wir spielen ja Dungeon Keeper, ne? Da darf man schon mal so ein paar hinterhältige Sachen machen. So ein oder zwei. Da gibt's noch einen. Aber nicht mehr lange. Kämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. So. Auf Wiedersehen. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Tag, Tag. So, der brutzelt sich jetzt hier durch. Und dann haben wir hier das eigentlich auch geschafft. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Genau. Eure Kreaturen werden angegriffen. Haben wir das hier auch erledigt? Sonst gab es hier, glaube ich, nichts mehr, ne?
Nee, sonst gibt es hier auch nichts mehr, wo ich noch irgendwas vermute. Und das bedeutet doch auf Deutsch, ich könnte mal schauen, was meine Kreaturen so treiben. Die geht hoffentlich wieder trainieren, vermutlich. Ja, die sind essen. Der ist schon Level 8. Der ist auch Level 8. So, ich bin hier nochmal ein bisschen fies und hinterhältig und dergleichen. Und noch ein. So. Der müsste halt Kohle haben bis zum Abwinken, der Keeper. Weil der im Prinzip die ganze Zeit in der Position nichts anderes gemacht hat, als ihr werdet in Vergessenheit zu arbeiten. Dafür hat er jetzt keine Imps mehr. Das haben wir ja gerade gehört. Der hat neue Imps da unten gespawnt. Das heißt, wir könnten hier wirklich sagen, wir hungern ihn aus. Aber das lassen wir wieder. Wir machen einfach mal einen regulären Kampf, würde ich sagen. Ganz regulär wurzeln wir den weg. Mein Dungeon. Wenn wir das hinbekommen, was wir eigentlich tun sollten und könnten, meiner Meinung. Ich will jetzt. Level wie viel? 10? 8. Das ist der. Eure Versuche sind und der andere zwecklos. Ist... Der. So. Ich will eigentlich auch gar nicht mehr lange rumfackeln. Ich speichere jetzt einfach nochmal. Bevor ich hier den Angriff wage. Ach, egal. So, bevor ich hier den Angriff wage. Und dann machen wir doch mal einfach die Tür da platt. Bin gespeichert. Okay. Okay. Die Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarm. Einige eurer Untergebenen. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich hier nicht einfach ein bisschen vorspule. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Um meine Kreaturen quasi weiter zu trainieren und dann später. Was habe ich denn da noch? Level steigern. So, das sollte einiges beschleunigen, ein bisschen. Nicht nennenswert, aber ein bisschen. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir jetzt mal nicht langsam einen Krieg anfangen. Wieso blutet der eine? So, Level 6 Imps habe ich. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Ja, ich glaube, ich fange jetzt wirklich mal den Krieg an. So, dann mache ich das doch folgendermaßen. Ich verkaufe diese Tür. Ich platziere da den. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Und?
Und dann kommt ihr hier wieder raus. Zur Hühnerfarm. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versprechen. Eigentlich wollte ich dahin und ihr könnt alle wieder da rein. So. Und dann werde ich mal hier einen kleinen... Nicht unbedingt Impfstufe 6, sondern neuer. So, dann mache ich doch hier mal eine Tür hin. Zack. Eure Kreaturen werden angegriffen. Zu. Und da eine Lavafalle. Ach, fuck. Dann mache ich da eine Lavafalle. Und dann mache ich doch hier mal einen Blitz. Sag mal, die können aber gar nichts, ey. Was sind das für Weicheier? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Dich wollte ich aufmachen, damit du wieder raus kannst. So. Du stirbst. Komm schon. Wie viele Kreaturen hat er jetzt eigentlich mehr? Keine mehr. Doch, vier. Eine Falle wurde hergestellt. So, das bedeutet doch auf Deutsch auch schon wieder Zahltag. Das bedeutet doch auf Deutsch, ach nee, du solltest es ja nicht machen. Sondern ein neuer. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen. So, dann geht ihr mal wieder trainieren. Und dann schauen wir doch mal da an, was... Mein Dungeon ist der schönste von allen. So, so ein paar Drachenstufe 10 sind einfach cool, muss ich mal sagen. Also sieht man ja hier, wie es gerade abgeht. Der hat auch einen Drache Stufe 10. Aber nicht wirklich effektiv, diese Drache, muss ich schon sagen. So, der geht nochmal trainieren. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Oh, dann komme ich hier nochmal ein Imp. Dann nochmal ein Imp. Den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Imp. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, und ich glaube, hier machen wir mal einen Zauberdingsbums hin. Eine Tür. Sich auf die